Ja, man hat uns konkret angedroht, uns zu enthaupten. Und was hast du dann gefühlt? Also ich hatte eine verrückte Reaktion in dem Moment. Die kann ich so in dem Extrem auch bei mir nicht. Ich hatte Galgenhumor. Also als die sagten, dass sie uns enthaupten, da kam mir so dieser Satz, hey, mag jetzt nur nicht den Kopf verlieren. Herzlich willkommen bei Schuld und Sühne, dem True Crime Kanal von Paulina Kraser und mir. Mein Name ist Laura Wohlers. Stellt euch mal vor, ihr seid im Urlaub auf einer traumhaften Insel zum Tauchen. Und dann kommt alles ganz anders und die Reise wird zu eurem größten Albtraum. Einer Familie aus Deutschland ist genau das passiert. Ich treffe heute Marc Wallert in seiner Heimatstadt Göttingen. Im April 2000 ist er 26 Jahre alt und mit seinen Eltern im Urlaub in Malaysia, als er von einer Terrorgruppe entführt wird. 140 Tage ist er von da an Geisel im philippinischen Dschungel. Mehr als 4 Monate in der Gewalt einer Terrorgruppe zu sein und das auch noch am anderen Ende der Welt. Wie hält man das aus, ohne verrückt zu werden, und wie lebt man danach weiter? Das möchte ich von Marc wissen. Hallo! Hallo, Laura. Hi, schön dich kennenzulernen. Ja. Wie geht's? Gut. Ist es denn irgendwie ein besonderer Ort für dich oder so? Bedeutet der dir was? Kindheit. Ja. Ich bin ja in Göttingen groß geworden und so der Kiessee ist so der klassische Ausflugsort in Göttingen. Hier bin ich aufgewachsen. Ich war dann 15 Jahre unterwegs, im Ausland überwiegend arbeitend. Also das waren so Beraterprojekte, da ging es wirklich zur Sache, auch wirklich Überstunden, Nachtschichten gemacht. Und in diesem Arbeitsstress kam dann ja quasi so wie gerufen dieser Urlaub von deinen Eltern vorgeschlagen, ne? Mhm. Worauf hast du dich da am meisten gefreut? Auf nichts tun. Wirklich runterfahren, Batterien aufladen und dann wieder gestärkt zurück in den Job kommen. Ne? Ja, okay. Und dann hatte ja auch Tauchen, an diesem Ostersonntag war das ja. Ja, genau. Aber den letzten Tauchgang, da hast du gesagt, nee, ich möchte jetzt mal entspannen, oder? Was habt ihr stattdessen gemacht? Statt den Nachttauchgang zu machen, haben wir dann abends am Wasser gesessen. Das war wirklich wunderschön, also fast ein bisschen ähnlich wie hier. Wir haben aufs Wasser geblickt. Das war natürlich ein ganz roter, tropischer Sonnenuntergang. Wir haben ein kühles Getränk getrunken. Ja, und dann hat sich das ganz plötzlich natürlich verändert. Was ist dann passiert? Dann auf einmal brach Panik aus. Da schrie jemand, Stühle sind umgefallen und ich habe mich dann umgedreht. Und da waren dann auf einmal schwer bewaffnete Männer direkt hinter mir. Aber dann hatten die uns auch schon so den Strand entlang getrieben, also mich, meine Eltern und noch 18 weitere Menschen. Mhm. Und ja, dann in 2 kleine Fischerboote gepfercht und dann sind wir rausgefahren auf den offenen Ozean. Die Gruppe, von der Marc, seine Eltern und die anderen Geiseln entführt wurden, nennt sich Abu Sayyaf. Die islamistische militante Untergrundorganisation ist im Süden der Philippinen für viele Bombenanschläge, Attentate und Geiselnahmen verantwortlich. Ihr Ziel ist es, einen islamischen Gottesstaat zu errichten und dafür entführt die Gruppe immer wieder westliche TouristInnen. So wie eben auch im Jahr 2000. Für die Freilassung von Marc und den anderen 20 Geiseln forderten sie eine hohe Lösegeldsumme und eben die Errichtung eines unabhängigen Staates auf den Philippinen. Wie ging es dann weiter? Ihr wart dann in diesen 2 Booten und wo seid ihr hin? Das wussten wir selber erstmal nicht. Also wir sind da wirklich übers offene Meer gefahren, von Malaysia also auf die Philippinen verschleppt. Und da sind wir dann so durch einen Mangrovensumpf an Land gekrabbelt und dann nochmal 10 Stunden Fußmarsch durch den Dschungel und da sind wir dann irgendwo angekommen, wo wir längere Zeit bleiben sollten. Kannst du mir beschreiben, wie da so ein Tag aussah? Gab es da so einen typischen Tag? Also die Tage sahen sehr unterschiedlich aus. Am Anfang waren die unglaublich intensiv, weil so viel passiert ist. Wir mussten flüchten, wir sind in unterschiedliche Camps durch den Dschungel marschiert und die Nächte waren mitunter auch dass man aufgewacht ist, weil eigentlich immer geschossen wurde, also auch aus Spaß. Gab es Drohungen und wie sahen die aus? Ja, man hat uns konkret angedroht, uns zu enthaupten. Also das war wirklich ins Gesicht gesagt, wenn hier kein Lösegeld gezahlt wird, dann werden wir euch enthaupten. Und was hast du dann gefühlt? Also ich hatte eine verrückte Reaktion in dem Moment, die kann ich so in dem Extrem auch bei mir nicht. Ich hatte Galgenhumor, also als die sagten, dass sie uns enthaupten, da kam mir so dieser Satz, hey, mag jetzt nur nicht den Kopf verlieren. Wow. Also ich habe nicht nur gelacht, auch nicht über diese Bedrohung. Das ist akut eine gute Reaktion. Was mir langfristig geholfen hat, das war eigentlich, dass ich immer ein gutes Ende geglaubt habe. Und ich habe mir das immer sehr bildlich vorgestellt, die Zeit nach meiner Entführung. Also eins dieser Bilder, die ich immer wieder vor Augen hatte, war, dass ich eben hier nach Göttingen zurückkehre, dass ich meinen Bruder Dirk wieder treffe, den man so richtig in den Arm nehme
und dass wir dann zusammen sitzen, mit einem kühlen Bier anstoßen auf meine Freiheit und dass ich ihm dann davon erzähle, was ich damals im Dschungel so Verrücktes erlebt habe. Bei meiner Mutter war es genau andersrum. Sie hat nämlich ein Bild vor Augen gehabt, einen Albtraum, der kam immer wieder und da hat sie vor Augen gehabt, dass ich vor ihren Augen enthauptet werde. Also sie hatte extreme Herzprobleme. Sie war teilweise bewusstlos, wie im Koma. Sie hat aufgehört zu atmen, musste beatmet werden. Sie hatte brutale Rückenschmerzen. Also sie war wirklich in einem Moment auch so weit, dass ich gedacht habe, dass sie gerade stirbt vor meinen Augen. Und das konnte ich nicht mehr halten. Da bin ich also völlig ausgerastet und bin also wirklich auf die Entführer zugerannt. Ich habe also die mit allen Schimpfwörtern überhäuft. Ich habe gesagt, wir gehen jetzt hier raus. Ich trage jetzt meine Mutter mit meinem Vater heraus. Egal, dann erschießt uns halt. Ja. Und dann stellten die sich um mich und haben mich bedroht mit Waffen und ganz klar gemacht, noch einen Schritt und hier gibt es Tote. Und da ist was ganz Interessantes passiert. Jemand anders, der sonst sehr impulsiv war, den ich immer beschwichtigen musste, weil der immer sehr provokativ den Entführern gegenüber war. Und der kam dann, hat mich beruhigt, gesagt, hey, alles wieder gut, deine Mutter wird beatmet, die atmet wieder. Und er hat auch die Entführer beschwichtigt und gesagt, alles unter Kontrolle, Marc kommt wieder runter. Und so im täglichen Leben, hattest du irgendwas, woran du dich festgehalten hast? Ich habe Tagebuch geschrieben, ja. Auch unglaublich hilfreich gewesen, weil dann die ganzen Gedanken, die sonst im Kopf sich immer drehen, das Grübeln, das zu versuchen zu sortieren, das sortiert sich automatisch, wenn man es rausfließen lässt. Mhm. Und ich habe einfach geschrieben, geschrieben, geschrieben. Würdest du mir was davon vorlesen oder zeigen, was du dir da aufgeschrieben hast? Ja, sehr gern. Darf ich mal gucken? Bitteschön, ja. Hier steht keine Privatsphäre. Wie war das für dich, dass du dann, sag ich mal, jetzt 140 Tage nicht mal einmal deine Ruhe hattest? Unglaublich belastend. Also über Monate mit Menschen, mit den eigenen Eltern, mit Entführern, mit ständig irgendwie zusammen zu sein, ohne jemals die Tür schließen zu können, noch nicht mal allein auf Toilette gehen zu können, die es ja eh nicht gab, aber auch in den Wald. Das ist unglaublich belastend und das war auch einer der größten Sehnsüchte damals, einfach mal wieder eine Tür schließen zu können. Ich kann ja mal einen Teil vielleicht, den hatte ich jetzt mal geguckt, was habe ich eigentlich vor 21 Jahren aufgeschrieben. Besonders böse erwischt es diejenigen bei negativen Neuigkeiten, die sich noch immer an einen festen Freilassungstermin klammern und versuchen, bei der geringsten Aussicht auf einen fixen Tag mit einem Countdown beginnen. Die haben immer die Tage zurückgezählt. Am Wochenende sind wir frei, nur noch 4 Tage. Das ist falscher Optimismus. Mhm. Sehr gefährlich. Und nach 140 Tagen wurdet ihr dann doch freigelassen. Und hier, und dann bist du auch hier zurückgekommen nach Göttingen. Und es gibt ja in der Stadt auch einen Platz, der ja, für deine Rückkehr irgendwie eine besondere Rolle gespielt hat. Und da würde ich jetzt gerne mit dir hingehen. Ja, super, gerne. Es gibt keine offiziellen Angaben, wie viel Lösegeld am Ende gezahlt wurde, aber laut Presseberichten soll es sich um 25 Millionen US-Dollar gehandelt haben. Wenn deutsche TouristInnen im Ausland entführt werden, dann wird das Auswärtige Amt eingeschaltet, um die BürgerInnen in Sicherheit zu bringen. Zwischen 2009 und 2019 kam es zu 143 solcher Entführungen im Ausland. Diese ereigneten sich in insgesamt 37 Ländern, am häufigsten aber in Nigeria, Syrien und Mexiko. Wenn eine hohe Gefahr für die Sicherheit von Reisenden besteht, dann spricht das Auswärtige Amt eine Reisewarnung aus. So auch aktuell für die Philippinen, denn allein 2019 wurden 29 Menschen dort entführt. Hattet ihr im Urlaub schon mal Angst, euch könnte irgendwas zustoßen? Wenn ja, schreibt es mir doch in die Kommentare. Es war ja so, dass deine Eltern vor dir freigelassen wurden. Warum war das so und wie war das für dich, allein zurückzubleiben? Gemischte Gefühle, weil auf der einen Seite war es erstmal toll, man hat gemerkt, dass sich was tut, dass es also jetzt vorangeht. Aber es war eben auch so dieses Gefühl, wer weiß, ob wir uns überhaupt wiedersehen. Wie kann ich mir denn eigentlich so eine Freilassung vorstellen? Also wie war das dann am Ende für dich? Also der Tag der Freilassung war ein totaler Krimi, weil da nochmal geschossen wurde. Wir wussten gar nicht, was passiert. Es gab Tote und Verletzte. Also ich dachte auch wirklich, dass ich da der Letzte sein und bleiben werde. Und dann ganz plötzlich sind wir raus und dann ging alles ganz schnell mit dem Hubschrauber rausgeflogen. Und dann kam ich in ein neues Leben rein.
Ja, wir kamen hier hinten rangefahren, hinter das alte Rathaus. Und dann sind wir hier nach vorne gelaufen. Und dann hier die Treppe hoch. Mhm. Und so ungefähr auf der Hälfte von der Treppe gucke ich dann also hier auf diesem Marktplatz drauf. Und dann sehe ich so viele Leute da stehen, die spontan sich mitgefreut haben und applaudiert haben. Und das war so ein ganz, ganz herzliches Ankommen in der Heimatstadt. Und da habe ich das erste Mal richtig gefühlt, was Heimat eigentlich wirklich bedeutet. Gibt es denn so einen Lieblingsort in Göttingen, den du hast? Ja, den gibt's. Also ich habe fast ein zweites Wohnzimmer. Das ist so eine Kaffeeecke mit vielen Büchern. Und da bin ich ganz häufig und trinke einen Cappuccino. Sollen wir da mal hin? Ja, super, gerne. Cappuccino trinken? Ja, gerne. Wie hat sich denn dein Leben verändert in Bezug auf, wie es vorher war und wie es jetzt nach der Entführung ist? Nach der Freilassung war es so, dass ich erstmal eine Psychotherapie gemacht habe. Nicht, weil es mir zwangsläufig so schlecht ging, weil ich wirklich gut durchgekommen bin. Ich wollte aber sicher sein, dass ich gut durchgekommen bin. Und ich hatte auch tatsächlich so Schweißträume. Also ich bin nachts aufgewacht, schweißgebadet. Ich habe geträumt von diesen Schießereien. Und das ist nach ein paar Wochen wieder weggegangen. Und das ist auch keine Schande, ne? Also Therapie wird immer so, soll man nicht und ist man krank? Ich glaube, das brauchen fast alle Menschen irgendwann mal im Leben. Was wären so deine wichtigsten Tipps? Also wir befassen uns halt viel mit Menschen, die Straftaten überlebt haben oder mit Angehörigen von Opfern, wie die durch solche Krisen kommen. Kann man da den Tipps geben? Akzeptanz, also dass man egal welche Situation, die man nicht mehr ändern kann, auch annimmt, um schnellstmöglich mit dieser neuen Situation dann umzugehen. Und was häufig für Menschen ganz hilfreich ist, ist so diese Reflexion, wenn sie in einer Krise sind, mittendrin und haben Angst, das vielleicht nicht zu bewältigen oder dann mal zurückzugehen und zu überlegen, was habe ich denn in meinem Leben schon alles für Krisen überstanden? Das sind häufig ganz viele eigentlich bei jedem Menschen. Und wie habe ich das gemacht? Wie ist mir das gelungen? Was ist dir heute wichtig im Leben? Also einmal das zu tun, was mir wirklich am Herzen liegt. Also das ist meine Berufung heute, meine Erfahrung auch mit anderen Menschen zu teilen. Und das Zweite ist für mich meine Familie. Also ich bin ein passionierter Vater, kann man sagen. Hast du dir das auch damals im Dschungel auch schon so gewünscht? So, dass, hast du daran auch mal gedacht, an so eine weite Zukunft, dass man mal Familie hat und so? Also die Familie habe ich mir im Dschungel in mein Tagebuch reingeschrieben. Und dann habe ich drauf geschrieben, was mir nicht gelungen ist, ist mich mal so zu verlieben, dass ich wirklich auch eine Familie gründen kann. Und das habe ich mir wirklich gewünscht und das ist heute so. Und du hast ja im Dschungel dir das schon vorgestellt, wie das ist, wenn du deinen Bruder mal wieder siehst. War das denn dann auch so, wie du dir das vorgestellt hast? Also das war ein bisschen anders. Ich hatte mir im Dschungel vorgestellt, dass ich mit meinem Bruder mit einem kühlen Bier anstoße. Und wir haben auch mit einem Bier angestoßen. Allerdings war das in Libyen, wo er mich abgeholt hat auf dem Heimflug. Und das war eine warme Dose Bier. Und die war beileibe nicht das leckerste Bier, aber in meinem Leben wirklich das Allerallerschönste, was ich jemals getrunken habe. Vielen Dank, Marc, dass du das mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Wie geht ihr mit Krisen um? Schreibt mir doch mal eure Tipps in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal und klickt die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Samuel Hedde vom Y-Kollektiv, der war selbst auf den Philippinen unterwegs. Und in diesem Video hier erfahrt ihr, was er über den Alltag der IS-Krieger erfahren hat.